Die Golfgang Petri ist bereit für den ersten Abschlag der Hearts 4 Open. Colette will sich jetzt den Ball zurechtlegen und muss dazu etwas Raum schaffen. Das dauert ein bisschen. Demnächst wird es zu dem Punkt kommen, dass er den Ball abblickt. Den Schläger hat er schon. Der Ball wird jetzt im nächsten Augenblick gelegt. Ja. Er konzentriert sich, fokussiert sich auf den optimalen Bewegungsablauf. Ja, ja, Golf spielen ist so ganz viel Kopfsache. Da kommt es auf die Psyche an. Er holt jetzt gleich aus und... Ah, du meine Güte, total verkackt. So was Schlechtes. Und da lacht er auch noch, denn das wollte ich nicht richtig ernst, ja. Mann. Na, mal sehen, ob der Till Sator das besser macht. Er legt sich auch den Ball zurecht, das Tee steht. Und haut zu und... Ah, Katastrophe! Aber mit was für einem Schläger spielt der Junge denn auch hier? Mensch, Till Sator, du musst doch einen Driver nehmen, oh Gott! Mann! Also halten wir mal fest. Eine totale Fehlleistung der beiden und ein ganz mieser Start ins Turnier für die GGP. Nach dieser Auftaktpleite beschwert sich die GGP unsachlich bei der Turnierleitung. Schlammig, schlampig, keiner geht ran. So. Nun aber den Mund abputzen und weiter, Jungs. Auf dem Weg zu eurer nächsten Bahn gibt es in einem Jugendzentrum so einige Getränke abzugreifen. Das sollte doch die Stimmung wieder steigern, oder? Ganz gut aus. Mit ordentlich Bier an Bord geht es auf die Bahn. Aber bevor gespielt werden kann, erstmal ein bisschen aufwärmen, nicht? Klingt. Jetzt kann's aber auch mal losgehen. Bis kurz vor Schluss sah das ganz gut aus, was die beiden hier gespielt haben. Aber dann blieb Tilsette am letzten Leatherface-Loch hängen. Es ist inzwischen tiefste Nacht, aber die Murmel will einfach nicht rein. Wird Till noch einlochen, bevor die Sonne wieder aufgeht? Wird er failen? Wird er sailen? Wird er kacken? Decke backen!
Colette, Colette ist schon vorbei. Hä? Echt? Schade. Ja, aber du brauchst dich nicht aufregen. Ab dem 7. Oktober, dem Dienstag, geht's hier ja schon pünktlich weiter auf YouTube. Und das wird der dritte Teil, der Abschluss, wo wir nochmal richtig auf die Sahne schlagen, liebe Leute. Da geht's nochmal richtig zur Sache. Bis dahin, weil dein schön liken, lecken, glotzen, ne? Ja. Dann lass hier um, Community. Hearts for Open.